Hallihallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Reisevideo hier aus Österreich. Heute machen wir eine Tour im Obersulzbachtal. Wie ihr seht, ist das Wetter heute nicht sehr schön. Aber heute sind auch 100% Regen angesagt. Aber wir haben hier so tolle Regenponchos. Und ja, da werden wir den Tag hoffentlich mit überstehen. Heute sind 8 Grad. Es wird, glaube ich, nicht wärmer als 12 Grad. Wir hoffen, dass ein paar Almen geöffnet haben. Wir wollten uns eben noch eine Brezel kaufen oder eine Laugenstange, aber der Bäcker hatte heute geschlossen. Heute ist Sonntag. Wir sind ja scheinbar hier in der Nebensaison, Ende Mai. Das wussten wir leider auch nicht. Hauptsache, eine Alm hat geöffnet und ich verhungere nicht, dann passt das schon. Hier vorne seht ihr auch noch den Parkplatz, wo wir geparkt haben. Da kostet das Ticket 4 Euro für den ganzen Tag. Hi. Hi. Wie geht's dir? Sehr gut. Hast du Bock? Ja, voll. Wie ist das Wetter heute? Sonnig. Heiter bis wolkig mit ein bisschen Regen. Ah. Eigentlich perfekt. Wie findest du dein Outfit? Sexy. Sehr bequem, ne? Ist sehr luftig, wie man sieht. Also selbst wenn ich jetzt noch 2 Weizen auf den Weg trinken würde, passe ich immer noch hier drunter. Das sieht aus wie so ein Gespenst. Hey, hallo, frech. Ist gut, ne? Schön trocken alles, ne? Ja. Bis meine unteren Hosenbeine, die sind nass, aber ist egal. Ja. Füße sind trocken und warm. Und wenn wir nachher vor allem ankommen, ziehen wir das Ding einfach aus. Ja. Und wir sind trocken. Habt ihr Spaß? Ja. Das ist doch sehr schön. Von 0 bis 100, wie fit fühlt ihr euch alle? 2473. So viel Meter machen wir heute, Leute. Also hier wird es jetzt rechts zum Seebachsee gehen. Es werden jetzt allerdings 700 Höhenmeter. Das ist mir egal. Und da steht 2,5 Stunden. Läuft da wer hinterher oder machen die das alleine? Okay. Leute, da oben, da bleibt einfach Schnee liegen. Was sagt ihr denn dazu? Wie ist die Lage? Top! Wie viel Prozent? 2347. Also Leute, Akku ist voll, 300% erst weg. Ich träume schon von meinem Kaiserschmarrn. Wo gibt's denn den? Auf der Berndl-Alm oder auf der Postalm? Hoffentlich. Nein, wo isst du den? Egal wo, hoffentlich kriege ich den. Ich hätte ja gesagt Postalm. Halt Berndl-Alm, da machen wir jetzt einen Getränkestopp gleich, Leute. Also auf der Berndl-Alm werden wir sehr wahrscheinlich einen kleinen Break machen für ein Getränk. Und dann geht es weiter hoch zur Postalm, dann machen wir Mittag. Und auf dem Rückweg gehen wir dann über die Kepriesenalm. Und es schneit einfach. Aber es ist warm, das ist Hauptsache.
Helfe Weizen. Und draußen sitzen? Und wie schmeckt euch eure Suppe? Das können wir mal probieren. War mir klar. War mir klar, würde ich. Nur eine. Haben wir uns gestärkt in der Berndelalm. Dort habe ich einen Kaiserschmarrn gegessen für 10 Euro circa. Und die anderen hatten eine Suppe. Und ich habe noch 2 Gläser Marmelade gekauft für 3 Euro ein Glas. Einmal Erdbeer und Marille, weil ich liebe ja Marmelade. Die werde ich dann zu Hause genießen. Wie ihr seht, schneit es hier. Ja, leider ist meine Mütze ein bisschen groß, deshalb sehe ich irgendwie immer nur die Hälfte. Naja, aber Hauptsache man wird nicht nass. Dann schaut mal, wie schön das hier aussieht. Wäre vielleicht noch schöner, wird die Sonne scheinen, aber so ist das auf jeden Fall ein Erlebnis. Thank you.
ist sie, die Postalm. Da ist sie. So Leute, anders als gedacht sind wir hier mitten im Schnee. Obwohl wir Mai haben. Aber wir sind halt so hoch, so, auf 1800 Meter circa, wissen wir jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es trotzdem mega cool. Vor zwei Tagen hatten wir einfach noch strahlenden Sonnenschein und jetzt schneit es. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. 26 Grad, kurze Hose an und jetzt bei Umgefrierpunkt mit Schnee. Und da ist die Postalm. Der letzte Etappenziel für heute und dann drehen wir um. Nach einer Stärkung in der Postalm sind wir jetzt auf unserem Rückweg zum Auto. Also, sehr präzise, kurz und knapp und bündig. Hat das wirklich auf den Punkt gebracht, da muss man ja sagen. Das stimmt so. Wir waren gerade auf der Postalm, haben Apfelstrudel und wie ist das andere? Topfenstrudel. Ja, Topfstrudel. Dazu lecker Cappuccino. Die Mädchen war super nett. Und Latte Macchiato. Kommt man sich gut unterhalten. Ja, und jetzt, wie gesagt, sind wir auf dem Rückweg. Was werden wir brauchen? 3 Stunden. Echt? Ja, bei unseren Stops, die wir alle 5 Minuten einlegen, weil sich jemand wieder irgendein Kleidungsstück an- oder ausziehen muss, dauert das so lange, ja. Wie ihr seht, habt ihr jetzt auch aufgehört zu schneien. Und es klart auf. Jetzt ist es gerade ein bisschen laut hier. Warte. Vielleicht an die Wasser. Ja, warte. Oh, das sieht ja schön aus. So, jetzt sind wir wieder dabei. Wo warst du noch am Erzählen? Wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Auto, das wird circa 2 Stunden ungefähr dauern. Wir werden jetzt auch keinen Stopp mehr einlegen bei irgendeiner Alm. Wir werden aber einen gleich anderen Weg laufen, weil wir über die Kaprisenalm, da machen wir jetzt einen Schlenker drüber. Unser Rückweg folgt über die Kaprisenalm. Genau. Pass auf die Wurzeln auf, die sind rutschig, mein kleiner Quasimodo. Oh, ganz schön Krach, ey. Ja, weiter. We'll be right back.
So Leute, die letzte Etappe bis zum Parkplatz. Noch einmal eine kleine Hängebrücke. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die 8 Stunden Rundtour hinter uns, die eigentlich nur 4 Stunden gehen sollte. Wir sind fertig mit unserer Wanderung. Die hat jetzt 8 Stunden gedauert. Also wir sind ja heute Morgen um 10 Uhr losgelaufen. Jetzt haben wir schon 6:30. Wir haben natürlich auch Pausen gemacht, wie ihr gesehen habt. Und ja, das war auf jeden Fall eine tolle, erlebnisreiche Runde. Angefangen mit Regen, über Schnee. Die Sonne kam jetzt zum Schluss auch noch ein bisschen raus. Ja, und wie ihr seht, habe ich meinen Quasimodo-Regenmantel auch abgelegt. Auf jeden Fall war das ein tolles Erlebnis und hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Wanderung. So Leute, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir die Nachtwanderung. So Leute, nach einer Stärkung. Na toll! So. Das ist nicht schon wieder. So, weil ich sehe auch nichts. Die Leute Hallihallo. Sehen mich gar nicht. Gestärkt in der Berndelalm haben wir uns. Okay, ich kann kein Deutsch. Ja Leute, kleines Update hier. Wir sind jetzt auf dem Weg von der Berndelalm weiter zur Postalm. Und es schneit immer noch. Ich muss halt irgendwie ja hier für unsere YouTuberin alles übernehmen. Die macht ja hier nichts. Wir haben uns jetzt gerade in der Berndelalm gestärkt. Ich hatte einen Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Der war sehr lecker und hat 10 Euro. Mann, ist so anstrengend zu erzählen und zu laufen. Wir melden uns später wieder. Tschüss.